du einen kompletten neuen Abenteuer und das sind die drei Fragezeichen und der und die Riesenkrake Lesko. Der Strand von Rocky Beach ist auch bei Joggern sehr beliebt. Peter, der Sportlichste der drei Fragezeichen, hat bereits seine beachtliche Strecke zurückgelegt. Strand, Vollmond, kein Mensch weit und breit. Romantik bis zum Abwinken. Schade, dass Kelly nicht hier ist. Was ist da auf der Insel los? Auf Anapamu wohnt doch keiner. Komisch. Vielleicht, wenn ich mit meinem Handy ranzoome. Da bewegt sich etwas im Nebel. Sieht aus wie eine Schlingpflanze. Oder Arme. Große Arme. Das gibt's doch nicht. Ein Krake. Ein riesiger Krake. Wo ist der hin? Ein Riesenkrake. Das glauben mir Justus und Bob nie. Schon ran, Just. Justus Jonas von den drei Detektiven. Ich bin's, Peter. Du glaubst nicht, was ich gerade gesehen habe. Ein gigantischer Krake lauert vor Rocky Beach. Meine Damen und Herren, haben die drei Fragezeichen einen neuen Fall? Ich glaube schon. Oh je. Ich muss erstmal kurz in die. Riesenkrake vor Rocky Beach. Eine Laune der Natur oder eine Sinnestäuschung? Nachdem Peters Kollegen Justus und Bob nachts vergeblich mit ihm Ausschau gehalten haben, wollen sie ihr Glück bei Tageslicht versuchen. Ach, was hältst du von Peters Geschichte, Just? Du hast sein Foto vom mutmaßlichen Kraken gesehen, Bob. Ein qualitativ eher bescheidener Schnappschuss. Fest steht, irgendetwas war da auf der Insel. Sehr mysteriös, aber auch aufregend. Glaubst du, wir haben einen neuen Fall? Absolut. Ja. Lass uns das Terrain sondieren. Zunächst den Strand und, wenn möglich, die Insel gleich mit. Ich habe vorsorglich eine Akte angelegt. Bis Peter kommt, können wir uns umsehen. Okay, schauen wir mal, was wir suchen müssen. Spurensicherung. Apamu, eine Riesenkrake, gesichtet. Beweis, ein Foto von zweifelhafter Qualität. Wir wollen den Phänomen bei Tageslicht nachgehen und den Strand von Rocky Beach sowie die Insel untersuchen. Bis Peter eintritt, sehen wir uns ein wenig um. Das machen wir und dann schauen wir sofort um. Das Fahrrad gehört zu der Sorte Schrott, bei der sogar Onkel Titus passen würde. Der Schlauch ist noch intakt. Okay. Ach stimmt ja, morgen steigt eine Strandparty. Vielleicht ist das auch einfach für den Rocky Bee überrascht. Highlight. Wenn damit eine coole Band gemeint wäre, hätte ich davon gehört. Überraschungshighlight. Wenn damit eine coole Band gemeint wäre, hätte ich. Ja. Wenn die Fragezeichen blinken, erfährst du, was es Neues gibt oder wie die Jungs die Lage einschätzen. Okay. Justus? Bob? Tut mir leid, ich habe Kelly getroffen. Wir sind schon den Strand runter. Kommt ihr nach? Oh Gott, blendet das hier.
Mir tränen die Augen vor Helligkeit. Nicht, dass mir eine Kontaktlinse flöten geht. Da seid ihr ja. Kelly hat mich gerade ihrer Freundin vorgestellt. Cynthia Knight. Ah. Was den Kraken angeht, schlagt mich, aber die beiden wissen Bescheid. Okay. Ich habe mal geholfen, einen gestrandeten Wal zu retten, aber einen Riesenkraken. Dein Freund will sich nur lustig machen, Kelly. Peter und ich sind beide für den Tierschutz. Er hat mir die Aufnahme gleich am Abend gemailt. Wir müssen das Schicksal des Kraken publik machen. Hier hast du dein Handy zurück, Peter. Naja, die Aufnahme ist wirklich nicht so toll. Kann alles Mögliche sein. Ich wollte mir noch mehr Fotos anschauen. Ja. Jungs, wir brauchen Beweise. Hiermit beauftrage ich die drei Fragezeichen damit, herauszufinden, was es mit dem Riesenkraken auf sich hat. Denn Justus, Peter und Bob sind Detektive und haben schon viele geheimnisvolle Fälle gelöst. Nicht schlecht. Na schön. Dann legt euch mal ins Zeug, Jungs. Kollegen, unser Fall ist nun offiziell. Wir sollten zusehen, dass wir auf die Insel kommen. Wie heißt es so schön? Carpe diem. Latein? Echt jetzt, Just? Carpe diem heißt nutze den Tag. Und wenn ich auch mal was sagen darf, weniger schwafeln, mehr umsehen. Wenn sich vor der Küste tatsächlich ein großer Krake verirrt hat, müssen wir dafür sorgen, dass ihm kein Leid geschieht. Wenn sich vor der Küste tatsächlich... Ja. Aber Wiedersehen macht Freude, ja? Nehmt meinetwegen, was ihr braucht, aber macht keine Schweinerei. Was soll ich da jetzt nehmen? Okay, eine Brille. Eine ausgeleierte Badehose. Die ist sogar Justus zu weit. Eine ausgeleierte Badehose. Sieht aus wie eine Plane. Mit bloßen Händen lässt sie sich nicht greifen. Interessant. Das ist doch ein Schlauchboot. Oder was meinst du, Zweiter? Ganz schön ramponiert. Wir müssten es näher untersuchen. Just? Lasst uns in Sichtweite der Insel ein Trockendock einrichten. Dort können wir das Boot begutachten und seetüchtig machen. Was? Was sollen wir damit machen? Ja, bekommt sie zurück. Okay, Lobster Sprint und erstmal überhaupt nichts mehr weiter. Ah, vielleicht. Erstmal, ne. Oh, Hammer. Ich glaube, die Steine müssen wir irgendwann nochmal gebrauchen. Oh no. Ah. Ein Turnier? Schon gut, Kollegen. Unser Fall geht vor. Auch wieder dieses überraschende Highlight. So, einmal da vorne. Okay. Matsch, Baumaterial und Dämmstoff für Sandbogen, aber nur mit den Händen schlecht zu transportieren. Baumaterial und Dämmstoff. Der Schlauch ist noch intakt? Ich hab da gerade überhaupt keine Ahnung. Super, um zur Insel zu über. Wir können von der kleinen Pissbuch ausstarten, vorausgesetzt, wir bekommen das Boot in Schuss.
Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Überall liegen diese Steine, aber die bringen mir ja aktuell auch überhaupt gar nichts. Ich weiß auch echt nicht, wo ich da gerade noch schauen sollte. Okay, wenn ihr Ideen habt, wo ich noch schauen sollte, schreibt es dann in die Kommentare. Und somit würde ich mich dann verabschieden von der ersten offiziellen Folge von Die drei Fragezeichen. Und die Riesenkrake. Und damit macht's gut, bleibt gesund, bye bye, ciao.